und schön, dass ihr zum neuen Video. Wir werden heute, ich muss gerade lachen, weil ich sonst Video ins Mikro geschrien habe, aber scheißegal. Wir werden heute einen Dönerfleischvergleich machen. TK Dönerfleisch, ich habe mir gedacht, das war eine geile Idee. Auch für die breite Masse, direkt verfügbar, vielleicht finden wir was Geiles, vielleicht auch Katastrophe. Edeka habe ich mir gedacht, testen wir das Tiefkühldönerfleisch. Wir testen das bei Aldi und bei Lidl. So war mein Plan, wenn nicht irgendwas schief geht. Dann legen wir los, würde ich sagen. Alter Arbeitgeber, der Ehrenmann warnte. Ja, war mal korrekt. Gucken wir mal, ob ich hier direkt in die richtige Abteilung gehe. Lustig, hier arbeiten immer noch ein, zwei Leute, die früher hier gearbeitet haben, vor, keine Ahnung, 12 Jahren oder so. So, ich bin gerade noch im Prozess. Ich weiß nicht, ob das geht, weil nicht, dass die anderen nur Rind haben. Wir nehmen mal die Kebabpfanne mit hier, mit Hähnchen, und gucken, was die anderen im Angebot haben. Zur Not müssen wir nochmal ausweichen. Was wir heute auch noch machen, Leute, wir werden auch die Nährwerte aneinander stellen und Inhaltsstoffe und so. Zeige ich euch alle nachher, wenn wir das zusammen platzieren bei mir, dass ihr euch das einmal angucken könnt. Da habt ihr da auch den Vergleich. Und wir haben es übrigens erst kurz nach 9. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Eben noch meinen alten Chef gesehen. Das ist schon ein netter Kerl, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, wir flitzen jetzt rüber. Mal gucken, was wir noch so kriegen. Wenn ich mir das überlege, ey. Da bin ich immer von Buxtehude hier rüber geflitzt. Mit dem Fahrrad auch oft. Das ist hier in Neuwurmsdorf, heißt das. 12, 13 Kilometer. Also nicht immer mit dem Fahrrad, auch mal Bahn. Natürlich nicht schwarz gefahren, die eine Station. 5:30 Schicht. Aber weiß auch, wie ich zu meinem Cousin gesagt habe. Ich habe im Moment 5:30 Schicht. 5:30 Uhr angefangen hier. Das waren noch Zeiten. Musste ich sehr früh aufstehen immer. Was soll ich sagen? So, schnell zu Lidl rein. Hier habe ich übrigens auch mal gearbeitet. Nur zur Info. Ausbildung gemacht. Ein Teil. Bis ich rausgeschmissen wurde. So. Da haben wir es. Also das scheint wohl üblich zu sein. Auch hier Hähnchen-Kebab. Dann machen wir das so. Sous-Vide-Gegart. Was ist das für geiler Scheiß? Damit hauen die auf die Kacke. Sous-Vide-Gegart, Leute. Ihr habt jetzt gar nicht auf den Kilopreis geguckt, den werde ich euch auch noch sagen. Hier ist deutlich mehr drin anscheinend, 6,19 oder so. Hat das gekostet, wir rechnen uns das nochmal aus, vielleicht steht das auch im Bon. Wir gehen noch schnell zu Aldi rüber. Aber das muss ich auch sagen, scheint wohl schon ein krasser Unterschied zu sein. Hier so Sous-Vide gegart, Zutaten, glaube ich, waren auch ganz anders. Also wir machen wirklich, wir nehmen die auseinander gleich zu Hause bei mir. So, wir sind bei Aldi am Start. Ich war früher sehr selten bei Aldi einkaufen, immer ja so Lidl. Aber irgendwie war Aldi, glaube ich, immer King. Ich glaube, Aldi war King, oder? Oder ist King? Leider hatten die keinen Döner. Ich habe das dir gesagt. Wir sehen uns jetzt bei mir zu Hause und ich hole woanders noch. Lasst euch überraschen, was wir jetzt noch für einen Anbieter nehmen. So, wir sind jetzt final bei Kaufland. Ich wollte eigentlich gar keine Aufnahme mehr zeigen, aber mir kam gerade eine tiefsinnige Frage. Wie kommen alle Omis an diese Omi-Parfüms? Gehen die einfach in die Parfümerie und denen wird gesagt, hier, das ist für Omis? Oder haben die alle den gleichen Geschmack? Lass es mal sagen. Ich komme nicht klar auf die Frage. Oder habt ihr meine Oma mit so einem taffen Vanille, fruchtigen Parfüm rumlaufen sehen? Ich noch nie. Wunderbar, da haben wir jetzt was. Hier 10,79 haben wir auch schon mal. Ihr seid am Start bei mir zu Hause. Hier, oh. Wir haben hier jetzt drei wunderbare Dinger, die unterschiedlicher nicht sein können. Hier Sous-Vide-Gegart. Ja, okay, teilweise ist es scheiße, was ich gerade laber, aber das hier flasht mich. Sous-Vide-Gegart. Wir analysieren das mal eben einmal. Das ist die Lidl-Marke. Das ist natürlich die Edeka-Marke. Und wir haben hier Kaufland. Und meine wunderbare Küche übrigens auch einmal, auf die ich sehr stolz bin. Zack Plus auch immer am Start. Denkt dran, das war jetzt echt Zufall, dass er da stand. Holizin ist der Code für die besten Supplements made in Germany. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr Supplements braucht. So, weiter geht's jetzt. Traum von Küche. Nur so ein Ding kann ich euch nicht empfehlen. Also nicht von der Marke, muss ich wirklich sagen einfach. Das ist Schmarrn. Das Ding funktioniert oft nicht richtig. Da braucht man ein Ding zum Rausfahren. Beim hohen Topf bist du verloren. Kann ich nicht ans Herz legen. Knöpfe werden einfacher. Funktioniert oft nicht richtig irgendwie. Jetzt analysieren wir mal einmal ganz auf die Schnelle die Produkte. Okay, eins fällt mir doch nochmal auf. Hinsichtlich, die Produkte könnten unterschiedlicher nicht sein. Hähnchenkeulenfleisch bei Lidl. Auch Hähnchenkeulenfleisch bei Gut und Günstig, was ja immer auch für die Saftigkeit spricht. Hier steht einfach nur Hähnchenfleisch bei dem Kebab-Style von Kaufland. Auch ein großer Unterschied hier, Sous-Vide gegart. Ich blende hier oben auch erstmal die 100-Gramm-Preise ein. Da Kaufland 1,10, Edeka 1,23, Lidl 83 Cent. Deutlich günstiger. Inhaltsstoffe. Also für die, die sich für Inhaltsstoffe interessieren, würde ich beinahe sagen, Kaufland ist am schlechtesten dran, ist am meisten drin von Stabilisatoren, Aromen und. Hier ist ein bisschen weniger drin an Mist bei Gut und Günstig und bei Lidl ist tatsächlich am allerwenigsten drin. Da hast du beinahe wirklich nur Fleisch, Gewürze und das war's. Dextrose noch drin, der Traubenzucker. So, einen haue ich in die Tiefkühltruhe und die anderen machen wir direkt und den anderen hinterher. Optik direkt ganz anders. Also ich hätte beinahe gesagt, ich weiß es nicht, ob man das deklarieren muss, aber ich hätte beinahe gesagt, dass das Formfleisch ist oder so. Guck mal jetzt nur mal vom Vergleich.
Kaufland sieht sehr ungewürzt und sehr unsexy aus, irgendwie so künstlich. Jetzt hätten die hier Sterne gebastelt, guck mal. Weihnachtsbäckerei. Sieht aus wie Kekse. Guck mal hier. Gut und günstig. Vergleich hierzu. Wir blenden auch nachher nochmal alle Vergleiche nebeneinander ein beim letzten Versuch, auch in der Pfanne, nach der Pfanne. Wir blenden alles zusammen nochmal ein. Zum Schluss vielleicht auch nochmal den 100-Gramm-Preis, wenn ich euch die Bewertung vom Ganzen sage. Katastrophe sieht das aus. Wir hauen es in die Pfanne, ich mache es einfach genauso in der Pfanne. Ohne Gewehr, ich bin kein Tiefkühl-Döner-Bratexperte. Also kann natürlich passieren, dass ich da irgendeinen Mist baue, aber egal. Wir machen einfach, wir legen los. Und die Bratanweisung unterscheidet sich auch krass. Warum, checke ich aber nicht. Also im Edeka unter mittlerer Hitze 5 Minuten, beim Kaufland 10 Minuten. Ja, das ist doch schon wieder irgendwie kein richtiges Fleisch oder so. Ich weiß es nicht. Dann fangen wir mit dem Kaufland-Zeug an. Meinen schönen, selbst eingebrannten Eisenpfannen. So, noch 5 Minuten hauen wir das andere rein. Guck immer noch hier, ob irgendein Hinweis ist vorm Fleisch. Das irritiert mich so hart, das Fleisch. Hähnchen-Kebab-Style. Ah, ich sehe es. Hähnchenfleisch erzeugt aus zum Teil fein zerkleinerten Hähnchenfleisch. Atypisch gewürzt. 90% Hähnchenfleisch. All das Katastrophe hier schon mal. Jetzt sehe ich das. Also dann ist das vorm Fleisch oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es ehrlich nicht. Auf jeden Fall fein zerkleinertes Fleisch. Pepperwoods. Mein Sohn liebt das. Zumindest mich interessiert das jetzt einmal zwischendrin schon mal das andere Fleisch noch rausholen. Nur wie das aussieht. Ah, oh, oder machen wir das doch später? Wir reihen das lieber später aneinander, dann seht ihr den direkten Vergleich. Scheiß drauf. Ja, wer kommt denn da um die Ecke? Wer kommt denn da? Ist das mein kleiner Schatzi? Ist das mein kleiner Schatzi? Ja. Ist das mein kleiner Schatz? Röstung ist da. So, wir haben 5 Minuten. Ach, scheiße, da habe ich nicht gefilmt, wie ich das reinmache. Also der Geruch vom Edeka-Döner ist auch um einiges besser. Also riecht richtig würzig, einladend. Das riecht nach gar nichts. Das riecht nach dem, was es aussieht. Also ich bin der Fan, noch mal ein bisschen Feuer jetzt reinzugeben. Bei der Kauflandpfanne, dem Formfleisch oder was es ist, das richtig kross ist, ja. So, Edeka-Fleisch bei mittlerer Hitze, 5 Minuten wird nichts. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Guck, jetzt kriege ich mein Herd wieder nicht angewählt. Den also, Gefühl verliert halt das Edeka-Hähnchen mehr Flüssigkeit, weil es halt noch echtes Fleisch ist, vermutlich. Das Kauflandfleisch stelle ich jetzt runter. Das halte ich dann nur noch ganz kurz einmal warm. Hat aber eine punktuell gute Röstung bekommen, weil ich will jetzt nicht über die Packungsempfehlung weit rüber gehen, wisst ihr? Das sieht immer noch Katastrophe aus. Man hätte jetzt noch mehr Sorgfalt in der größeren Pfanne überall crossbraun machen können, aber da musst du denn wirklich da das Millimeterarbeit. Ich nehme es so, wie ich es jetzt hier gekriegt habe, fertig. Der ist auch schon eine Minute fast drüber. Ich mache so, ich lasse jetzt Edeka erstmal, lasse ihn nochmal kurz brutzeln und probiere schon mal das eine hier von Kaufland. So sieht es jetzt aus, also, oh, das besteht immer noch. So verkehrt finde ich jetzt gar nicht mal, oder? Es geht, klar. In 5 Minuten kriegt man das von Edeka nicht hin. Jetzt mal einmal snacken hier. Das ist Katastrophe, wenn du mich fragst. Merk sofort, das ist kein richtiges Fleisch. Also zerkleinert. Einfach zerkleinert. Alter, das ist. Kaum gewürzt. Muss man nachwürzen an und für sich. Das Edeka-Fleisch kommt hier langsam. Geben wir noch ein bisschen Power. Gerade an was mich das erinnert hier, dieses Formfleisch. Hat einfach keine Fleischkonsistenz. Du merkst, dass es irgendwie zusammengefügt ist, als wäre halt über so Mikrometer Luft zwischen den einzelnen Fleischsteinen, die da drin sind. Es beißt sich einfach anders. Ein bisschen wie Hack. Also Hack, aber in einer ganz bestimmten Konsistenz, so richtig fein gekuttert, nennt man es, glaube ich. Mischung aus Wurst und richtigem Fleisch. Schmeckt auch fast nach gar nichts. Kann man nicht bringen, wenn ihr mich fragt. Also, warum bringt man sowas auf den Markt, frage ich mich dann. Naja. Wie es wieder schmeckt, könnte auch veganes Fleisch sein. Von der Konsistenz, nicht vom Geschmack, wie sich anfühlt. Besser gesagt. Könnte auch so veganes Fleisch sein. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Edeka ist gleich fertig.
Da ist richtiges Fleisch, seht ihr das? Ist ja aber gut, der hat jetzt hier von unten nochmal Feuer gekriegt, der Hund. Ja, da haben wir schön krosses Stückchen auch bei. Denkt man, das kann man machen, bevor es jetzt zu trocken wird. Los geht's. Sehr weich, nicht typischen, tatsächlich hatte ich nicht mitgerechnet, italienischen Gewürze auch, Thymian in die Richtung, Kräuter, wirklich Kräuter. Aber du merkst, es ist sehr weich. Schönes verhärtetes Stück gerade gehabt, was ich kross gebraten habe, schön weich, du merkst, dass es von der Keule ist. Und das merkst du wirklich, weltenbesser kannst du wirklich von lecker sprechen. Okay, jetzt würdest du gerade so eine Keule abreißen im Mund, so eine Hühnchenkeule hättest du im Mund. Wirklich stabil, da ja, kannst du nichts sagen. Da habe ich ein schön krosses Stück gerade wieder erwischt. Am Fett habe ich auch nicht gespart, klar. Da gibt es nicht viel zu sagen. Guter Fettgehalt. Jetzt das Sous-Vide-Zeug von Lidl. Privatleute kaufe ich sowieso, muss ich ehrlich sein, so Fertigprodukte in die Richtung nicht. Würde ich eher selber machen. Aber würde ich sowas kaufen, was ja kein Verbrechen ist, ne? Nicht falsch verstehen. Das würde ich wieder kaufen. Safe. Den günstigsten auch von allen. Und nicht wenig günstig. Also wir sind in Zeiten, wo die Portemonnaies meist nicht mehr so voll sind. Was war das? 30 Cent auf 100 Gramm? Im Vergleich zu Edeka 40 Cent. Das heißt, da zahlst du mal eben bei 500 Gramm, zahlst du mal eben 2 Euro mehr, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist schon eine Menge. Hier werden wir jetzt etwa die gleiche Menge nehmen, 750, dass wir die Hälfte haben. Ja, 325, die Hälfte kommt hin, dass wir das gleiche Bratverhältnis haben in der Pfanne auch. Ja, etwas dickere Stücke. Im Allgemeinen würde ich sagen, die dicksten Stücke. Also ohne das jetzt positiv oder negativ erstmal zu sagen. Könnt ihr mal auch den direkten Vergleich jetzt einblenden von allen. Das hier sieht jetzt einfach anders aus, aber auch nicht schlecht. Fleisch kommt gleich rein. Wenn ihr übrigens öfter Bock habt auf so Vergleiche, TK oder generell Supermarkt, das Potenzial ist fast grenzenlos. Nee, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Und wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe mir sowieso gedacht, es gibt noch so viele Dönerprodukte, ob ich vielleicht auch noch so Premium-Döner-Vergleich mache. Und da habe ich überlegt, wenn das Video 10.000 Likes macht, werde ich safe nochmal Premium-Dönerfleisch und einen anderen Vergleich von Dönerfleisch auch machen. Wenn ihr Bock drauf habt, knallt den Daumen oben rein, dann weiß ich das, mache ich nochmal so einen Vergleich. Und dann sehen wir uns hier auch nochmal für einen Dönervergleich. Aber es gibt ja so vieles auch. Pizza, Burger, sonst was, können wir alles machen. Und wehe euch, andere YouTuber, ihr fangt erst damit an, wo ihr dieses Video seht. Der erste landet wie nennt man das? Warte, ich sag euch gleich. Der erste landet am Pranger, der vor mir jetzt noch mal irgendwie sowas macht. Mal gucken, was auf der Packung steht zur Zubereitung. 6 bis 8 Minuten durchbraten, okay. So, das hat jetzt richtig Feuer bekommen hier. Oh, ich Idiot, ey, wie kann man so dumm sein? Ich muss sagen, das kriegst du am schwierigsten kross. Egal, wir geben dir jetzt noch einmal Feuer und dann snacken wir. Auf meinem Handy nochmal eben den Timer gestellt. Und wir müssen hier auch ein bisschen drüber gehen, wie bei dem Gut und Günstig Fleisch von Edeka. Nochmal einmal Feuer und dann geht's los. Gucken wir jetzt mal den Dreiervergleich auf dem Teller, wie es aussieht. Ich habe eben schon mal so eine kleine Ecke probiert, kann jetzt nicht genau sagen, sage ich gleich nochmal, aber ich glaube, dieser typische Dönercharakter, wenn man den erwartet, den trifft bisher Lidl am meisten. Wir mal snacken. Nehmen wir eine neue Gabel. Frau killt mich wieder, dass ich zu viele Sachen hier benutze. Sehr saftig auch wieder. Und hier ist was gemacht worden, was mir zusagt. Es wurde endlich mal auf die typischen Döner-Hilfsmittel oder die typischen Döner-Gewürze auf typischen Döner-Geschmack zurückgegriffen. Also sowohl beim Hähnchen, wenn du jetzt beim ein halbes Hähnchen holst, als auch beim Döner, beim Geflügeldöner, wird meistens so eine Paprika-rote Marinade, nenne ich es mal, genutzt. Und das geht hier in die Richtung. Das ist der Döner-Geschmack.
Ein wenig geht es jetzt auch in diese Kräuternote wieder. Wie ich vorhin gesagt habe, bei Gut und Günstig dieses italienische Kräuterstyle. Aber wir haben diese typische Hähnchenmarinade. Oh Mann, ey! Alle, die sagen, ich brauche draußen einen Tisch und einen Stuhl, wenn ich unterwegs bin, damit sowas nicht passiert wie eben. Ihr wisst es, ich bin einfach ein Idiot. Also ganz klar ein enges Rennen zwischen Lidl und Edeka. Lidl ist deutlich günstiger. Nur, dass ich das jetzt nicht so kross gebraten hinbekommen habe. Kann aber auch an der Pfanne liegen, kurz abgewaschen, vielleicht nicht richtig eingeölt. Andere Pfanne, andere Temperatur. Ich denke, das kriegst du auch kross hin. Dann ist das hier beinahe oben auf, Leute. Kann sich echt gut geben. Und das Günstigste. Günstig ist nicht immer schlecht. Kommt zur Bewertung. Freundin killt mich wieder, dass ich nicht aufgeräumt habe. Aber egal, ich liebe diesen Nervenkitzel, wenn ich überlege, ob sie dieses Video gucken wird oder nicht und ob ich einen auf den Deckel kriege. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Ihr wisst, was ich mache, wenn ich im Game neu drin bin, diesem TK-Game. Es gibt ja etliche Dönerprodukte, Döner-TK-Produkte, die man alle durchtesten kann. Und um einen guten Ausgangspunkt zu haben, starte ich bei einer 8. Solide 8 bei Edeka, solide 8,1 bei Lidl. Ich denke, dass man das noch kross gebraten hinkriegt, dann wäre das hier nochmal ein Stück oben drauf. Aber dieses bei Kaufland, da kannst du nicht mal 2 Punkte, also nicht mal eigentlich. Nicht mal, das ist so, warum soll man da Gnadenpunkte geben? Man konnte es noch essen, deshalb eine 1,5, aber braucht man jetzt nicht mehr geben, wirklich nicht. Lidl Preissieger, Lidl Geschmackssieger, Lidl wirklich oben auf, obwohl Edeka echt stabil ist auch. Aber hier auch am wenigsten Mist drin in den Inhaltsstoffen, also Lidl wirklich stabiles Teil. Kuss geht raus an euch, wie gesagt, haut in die Kommentare gerne, ob ihr mehr TK auch sehen wollt, beziehungsweise Sachen, die greifbar sind, Edeka, Lidl und, diese ganzen Supermärkte. Dann gehen wir da auch mal bei. Ja, lasst den Daumen oben scheppern, würde mich freuen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.